Das erste Rennen verquert in seinem neuen Team. Ich freue mich schon sehr und ich bin gespannt, wer jetzt eigentlich bei Williams herumkurft. Denn mit der Verpflichtung von Quert haben wir eine Kettenreaktion ausgelöst, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2020. Großer Preis von Großbritannien. Das Rennwochenende in Silverstone. Der Daniel. Kein Regen nirgendwo, stand jetzt. Stark bewölkt zu Beginn des Qualifyings, wird aber besser und im Rennen kein Regen. Auf dem Leistungsdatenblatt sind wir Mercedes wieder ein klein wenig davon gefahren. Und wir gucken nochmal kurz ins Detail. Teile werden gewechselt, gut. Da bin ich mal gespannt, wen wir im zweiten Williams sehen. Ich hoffe auf Giuliano. Und allen voran bin ich gespannt, wo Quert sich so einordnen wird. Vielleicht schlägt er uns ja gleich im ersten Rennen. Aber erstmal, bitte warten. Na, wir haben ja Zeit. Auf den ersten Moment wirkte das wie Bottas. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Nee, der Helm war es dann doch nicht, aber auf den ersten Blick dachte ich mir, hä? Bottas in dem Williams? Latifi ist im Williams und? Der Antoine Hubert? Das ist ja auch eine schöne Geschichte, dass er jetzt da noch mitfährt. Den wollte ich ja eigentlich verpflichten. Mit dem Start von Prost Grand Prix. Das ist ja cool. Trotzdem schade, dass Giuliano nicht mehr dabei ist. Sehr schade. Wetter. Kein Regen in Sicht. Oh, es wird stark bewölkt. Vielleicht doch Regen. Noch nicht. Jetzt kommt Vorsicht das letzte beim engen Abschnitt der Kurven 3 und 4, Village und The Loop. Verzichte lieber auf ein bisschen Tempo bei der Ausfahrt von 3, damit du so gut wie möglich in die 4 hineinkommst. Der Scheitelpunkt kommt spät. Sei extrem vorsichtig mit dem Gas beim Ausfahren, da dann ein langer Abschnitt durch Entry und Wellington Straight hinunterkommt. Gut. Reifen. Sagen wir eine halbe Sekunde. Ja. Und dann eine halbe Sekunde. Gut. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Keine Autoeinstellungen und Sektor 2. Wie der Renault-Motor unter den gegebenen Umständen einfach klingt. Toll. Ich hoffe, dem Daniel gefällt das auch. Wie der Wagen klingt. In erster Linie muss er natürlich schnell sein, aber ich glaube, das erfüllen wir auch. Und ein 1 zur Brenn ist absolute Pflicht. Bei der langen und auch langsamen Boxengasse. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Trockenreifen passen gerade am besten. Ja, ich mag das, wenn
direkt neben dem Randstein Wies oder eben hier gar Kies ist. Das ist einfach genial. Hier fehlt auch ganz viel Kies und Wiese links in Kops. Hier in Maggots Baggots hat man es wenigstens so gemacht, dass erst Wiese kommt und dann Parkplatz. Trotzdem, Parkplatz komplett weg ist immer noch am schönsten. Auch da, wo ich gerade im Dreck war. Wenn da nur Parkplatz wäre, wäre das halt auch bei weitem nicht so schlimm. Denn so wie ich es gerade gemacht habe, kann das einfach schlimm enden. Wenn man nicht drauf achtet und keine Geschwindigkeit zum Beispiel rausnimmt oder sich eben nicht anpasst. Du näherst dich der DRS-Zone. Behalte für den Aktivierungsbereich deine MFA im Auge. Auf dem Boden herumschubbert. Jetzt hat es aufgehört, weil zu langsam. Vielleicht geht's wieder los. Jetzt so ungefähr bei zwischen 270 und 280 fängt der Wagen an wieder herumzuschubbern. Ja, sogar schon bei 260 irgendwas. Wie es mir gerade schien. So, grün wird es auf jeden Fall die nächste Runde vielleicht schon wieder. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt, in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Zwei grüne Punkte, der Rest wieder. Könnte lila werden, wird glaube ich noch eng. Das ist großartig. 10 Punkte drüber, sehr schön, jetzt geht's auf Rundenzeit. Ups, halt den Scheiße. Statt des grünen Teppich kann dann. Statt des grünen Teppich kann da auch gerne sofort Wiese sein. Teppichs. Fitness. Ja, Rundenzeit kann ich jetzt knicken. Danach fahre ich die Runde auf meiner Linie zu Ende. Halbe Sekunde Rückstand. Sehr schön erwischt. Die halbe Sekunde rausgefahren. Sogar noch mehr.
18. auf einmal gewonnen. Ach, unseres Umfahren macht Spaß. Zu schnell rein. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Status Teamkollege. Er ist auf Rang 13. Ja, ohne Zeit, nicht mehr auf der 2 respektive 4, weil Alvin wohl der Letzte ist mit einer Zeit. Hat ja auch eine andere Startnummer. Die 2 steckt zwar weiterhin in der Fahrernummer des Teamkollegen, aber nach der 2 kommt eine 6. Boxenstopp. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ach so, will ich mal gezeigt haben. Machen wir es doch so. Na, neuer Teamkollege. Alles bestens vorbereitet. Status Konkurrent. Er ist auf Rang 11. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Mach alles klar, okay. Ups, zu schnell. Hm. 28,5 in Saison 2. 19. schneller. Gut, habe ja auch massiv Zeit verloren im ersten Sektor. Quert muss den Wagen doch kennenlernen. Warum fährt und fährt er nicht? Wild und rauf und runter. Keine Autoeinstellungen. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 29,4. Alles fertig? Wir sind bereit. Keine Ankurve 1. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Oh, vor einer Saison an der Stelle dabei war es, wie der Hamilton schon in uns reingeschöppert ist. Wollte den schönen Wagen abschießen. Blödmann. Wer jetzt sagt jemand noch Blödmann, das sagt ein Blödmann. Würde aber wunderbar zu dem aktuellen Wagen passen.
Schnell fahren, Reifenliebhaber. Amen. Erstmal langsamer als die Weißreifenbisszeit. Reifenunterschied eine Sekunde. Sollten mindestens 1,9 Vorsprung haben auf die eigene Bestzeit, denn Reifenunterschied eine Sekunde und im Vergleich zur Saison 2 waren wir auch 19 langsamer als eben damals. Reifen noch nicht lila. Schaue ich jetzt lieber noch etwas Reifen, die sind mir zwar langsamer, aber dann kriegen wir Lina auf eine Runde hin. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Status dem Kollege? Er ist auf Rang 19. Noch weiter nach hinten gerutscht. Wie schön die Aufhängung links gearbeitet hat mit der Randsteinüberfahrt. Mit der Randsteinüberfahrt, das klang für mich gerade wie halb verschluckt. Wieder etwas zu schnell, Mann, ey. In der zweiten sagen wir mal bestimmt schneller. 26,1, genau. Fertig, bereit, genau. Geil, brav, der Ferrari. Geil, brav, der McLaren. Keiner Kurve 1. Kommt jemand in Kurve 1 an? Dann fahre ich ja schon mal schnell raus, damit er sich frei entfalten kann. Der Ferrari. Schmutz. Da ist ein Haas, ne? Ja, da ist auf jeden Fall was.
voll eingelenkt. Jetzt heißt es gleich wieder herumlaufen. Oh Mann, ey. Geht ja gar nicht so gut bei den Schnellkurven. Naja, schaffen müssen wir es trotzdem. Hoffentlich behindert uns der Ferrari nicht. Ah, scheiße, zu dem. Hier kann nicht gelupft werden, hier wird Vollgas gefahren. Rückstand, jetzt holen wir wieder auf. Zwei Zehntel Rückstand. Sprit fast lila. Hier ist auch nichts mit Lupfen, weil Vollgas. Lila, halbe Sekunde Vorsprung. Aber nur leicht lila. Passt beides, sehr schön. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Status dem Kollege? Er ist auf Rang 20. Er will sein neues Wägelchen gar nicht kennenlernen. Es ist schon 20. Sind schon locker 20 Minuten vergangen und er ist noch nicht rausgefahren. Da sind sie irgendwie alle gleich. Überwiegend. Spätrausfahrer, ob jetzt Mick oder Giuliano oder der Daniel. Fahrer hinter mir. Ocon liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,28,0. Ein Zehntel hinter uns und drei von die hier 5 Zehntel langsamer sind. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Oh, diesmal hat's gepasst. Aller guten Dinge sind halt drei Versuche. Ein rosa Lied verschwindet in der Box. Etwa drei Runden kommen. Der ist doch draußen, der Quer, der ist nämlich nicht hier. Jetzt kann ich nicht gucken. Leise wir reingeschoben werden. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Quer in Blau-Weiß. Oh, die Runde fast zu Ende. Dann kann ich ja schon mal weiße Reifen, okay? Schon mal meine Aufzeichnung zücken für Rundenzeit notieren. Also auf jeden Fall nicht so schnell wie unsere Rotreifenzeit.
Aber immerhin gleich mal 2 Zehntel schneller als unsere Weißreifenzeit. Aber da habe ich auch besonders viel im ersten Sektor verloren. Trotzdem, er ist schneller als wir mit den weißen Reifen. Ich hoffe, Quert fühlt sich wohl bei uns und eben allen voran im Auto. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Hamilton, der Eismann und Daniel Ricciardo. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Der Herr Hubert ist gleich mal Vorletzter geworden. Hat gleich mal seinen Teamkollegen geschlagen. Da geht's genauso weiter für der Tifi. Russell hat sich aber auch nicht wirklich verbessert von Williams zu Haas. Naja. Grosjean jetzt bei den Rosanen, der wird sich schon gesteigert haben. Anderes, besseres Team. Perez bei AlphaTauri. Gibt sich nicht viel. Quert hat sich deutlich gesteigert. Das ist schon sehr schade, dass Giuliano gar nicht mehr mitfährt. Das hätte nicht sein müssen. Wobei es mich eben auch freut, dass Hubert mit dabei ist. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erst mal ein paar entspannte Runden. Das gelb schraffierte beim eben gelben Balken ist noch nicht so groß. Grosjean hat das mit dem Drehen weiter unten geschafft. Bottas hat sie aber auch mittlerweile geschafft. Ein Spielwerk, sich in der Boxengasse wegzuhauen. Ah, da muss ich schon Gas geben, ansonsten wären wir im Kiesbett gewesen. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Sehr schöne Linie beim Ausgang. Ja, die gelben Reifen sind super auch hier. Wunderschön zu fahren. Lässt sich herrlich fahren mit den gelben Reifen. Viel zu weit außen. Kurve trotzdem bekommen.
27.7. Das war wirklich gute Arbeit. Wir gar nicht auf die Zielzeit geschaut. Im ersten Sektor schon noch mit den 4/10, aber dann gar nicht mehr. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Nicht gut. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Ricardo müsste jetzt wieder hinter uns sein, weil er die Fahrzeugfahrer Nummer 3 hat. Fahrer hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. Vier hatten wir in Saison 2. Mann, ey. Jetzt ist das in die Box reinschieben etwas lauter. Wir sind bereit. Na dann los. Get bereifter Rosalie. Kanal Kurve 1. Vor mir. Sainz liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 26,5. Das ist aber schnell. Das ist sogar sehr schnell. 27,7 wir mit Gelb. Reifenunterschied eine halbe Sekunde. Klar, Teile ganz schön angenudelt, aber das sollte nicht so viel ausmachen. Okay. Einfach voll auf Temperatur sind. Sekunde Vorsprung.
Wir fahren jetzt mit Baller. Auch die hier bis zur Hangar straight auf Fett. Erst auf dieser werden wir umschalten. 1,4 Sekunden Vorsprung. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert. Noch 13 weit weg von der eigenen Bestzeit, okay. Da können wir durchaus vorankommen. Oh Gott, zwei Autos für uns. Schmutzige Luft merkt man. Aber Windschatten zieht jetzt ordentlich. Direkt auch noch rum. Ich verpasse die Kurve leider. Keiner der beiden fährt rein. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Wie wir hier beim Anbremsen reinkommen. Nächstes Zeug außen. Bereifen eher wie wir. Windschatten sitzt schon sehr deutlich. Besser als die Bestzeit, aber jetzt kein Schwung mitgenommen. Aber die Bestzeit können wir durchaus noch schlagen. Kann es nur wiederholen, herrliche Reifen auf einer tollen Strecke. Gucken, ob es jetzt wieder eine bessere Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Oh Gott, so denn. Natürlich fehlt jetzt der Windschatten, aber der hilft auch, indem wir einfach in den Kurven nicht herumrutschen. Nicht so gut reingekommen. Schade. Aber das mag ich ja. Das Kiesbett da. Komisch, die Rennleitung hat geschlafen. Wundert mich aber nicht. Auch nicht optimal reingekommen. Überhaupt nicht optimal rausgekommen. Gleich unsere letzte Chance für eine Gelbreifen-Bestzeit mit schon gut angefahrenen gelben Reifen.
alle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Was soll denn? Jetzt schon 16 Rückstand, oh Mann. Die beiden Kurven mal wieder. Obwohl die Runde nicht so gut war, nur eine Viertelsekunde Rückstand am Ende. Ich habe einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Das ist ja wohl ein Witz jetzt auf Bestzeitkurs. Da vorne links ist jemand warm. Kopf wird es gleich wieder richtig warm. Dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Na locker 280 Kurve. Fies für den vorderen linken Reifen. Auch wenn man sie nicht so lang fährt. Da ist das hier fast noch schlimmer. Noch mal etwas länger. Ziemlich schnell ist. Bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Und jetzt wird es auch nochmal richtig warm vorne links. Das ist die schlimmste Linksreifenkurve. Bei deaktiviertem Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Achte auf die Hinweise, die dir Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. Ich glaube, der heutige Reifenabnutzungsfaktor wird nicht über 1,0 liegen. Ich habe ein M gemalt. Er liegt bei 0,91, auch nicht weit weg. Boah, auf der 1. Es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Gut, da fehlen noch Mercedes. Die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Dennoch, das ist erstmal eine Ansage. Sehr schön. Der Daniel. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei überquert. Quert, Sainz und Esteban Ocon. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Bester Deutscher und langsamst oder drittschnellster mit den gelben, ja langsamster nicht, das ist schon wieder Ziel. Gar nicht so weit weg von den Mercedes, aber ein Konkurrent, zumindest nicht in Sachen WM, aber für die nächsten Rennen sitzt wohl eventuell vielleicht im eigenen Haus. Wobei 13. Abstand zum Carlos zu wenig ist. Aber ist ja nur ein freies Training. Aufdrehen kann man ja erst später so richtig.
Also Quert 26-2 müssen wir schlagen und ja. Ich guck gleich nochmal, was wir in Saison 2 hatten. 26-2 Quert. Dann drücke ich hier erstmal weiter. Oh, 26-1, die liegen ja nah beieinander. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. 26-1, 26-2. Was sagt die Zielzeit? 26-0? Oder gar 25 irgendwas? 27. Okay. Dann schaffen wir das. Müssen wir. Quert ist eine Messlatte. 26-2. Wetterbericht. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Trockenreifen passen gerade am besten. Krass, was die Bremsen für Temperaturunterschiede aushalten müssen. Jetzt 170 in etwa und Achtung. Auf einmal bei knapp 900 Grad. Okay. Los geht's. Zehntel vor der Zielzeit ist nicht so gut. Beim Geradeausfahren gewinnen wir leicht, nee, verlieren leicht. Kurven sind das. Sind die Ecken, wo wir gewinnen. Oh, Kacke. Wir sind die 26-2, glaube ich, gerade nicht. Da ist sie. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben eine Zehntel langsamer als in Saison 2. Aber ich weiß ja, dass ich an einigen Ecken deutlich Zeit verloren habe. Positionsdaten. Du führst das Feld an. P1. Startest du, Kollege? Er ist auf Rang 13. Normalerweise wäre er auf der 12, wenn noch gar keine Zeit hat. Gerade da würde er kommen. Weil unsere Startnummer ist
Unsere Startnummer ist höher als seine. Das finde ich gut. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Ziel die 3, geschätzt 1. 600 von 600 Ressourcenpunkten. Welche Teile nehmen wir denn? Zwei Nuller haben wir noch. Wenn du während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktionsanzeige auswählen. Während das Funkgerät aktiv ist, kannst du mit der MFA-Taste durch die Befehlsgruppen schalten. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,26,2. Schade, wir konnten da nicht großartig bei der Aufhängung weiter zugucken. Wir sind erst auf dem Temporadar. 132,0 Kilometer pro Stunde. Hey, das ist genauso schnell. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Der Eismann, Bottas und Lewis Hamilton. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ja, es hätte hier und da besser laufen können, aber Latifi schon wieder hinter seinem Teamkollegen. Aber durchaus sehr zufriedenstellend. Ich freue mich jetzt auf das Qualifying. Wo werden wir uns platzieren? Wo wird Quert landen? Wird er die Mercedes ärgern können? Ich bin gespannt. Vielleicht ärgert er uns. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.